So, da hinten geht es, glaube ich, noch mal weiter mit dem Gemetzel. Das sieht da irgendwie so aus, das Feuer. So, dann nehmen wir mal erstmal von euch alles. Die haben mir die ganzen Leute zerstückelt. Huh. Stab der dunklen Brut. Tja, wir haben aber keinen Magier dabei. Okay. Jetzt haben hier die Chasing gewohnt. Könnte ich mir vorstellen. Können wir die jetzt entschärfen? Nein, können wir nicht. Okay, Moment. Wir haben da gerade irgendwas gefunden, ne? Es ist euch gelungen. Drei Fläschchen mit der Blut. Ja, okay, die haben wir schon mal. Wir haben das Pflänzchen. Ja, das müssen wir auch irgendwie noch machen. Ich weiß noch nicht so genau wie. Und diese Truhe müssen wir noch finden. So, hier, Kreaturen, Hurlocks. Ach, abgesandte Hurlocks. Gibt's auch noch. Nee, Hurlock, abgesandte. Ja, okay. Questbezogen ist das. Eine Prise Asche. Achso, das war das, was ich gefunden habe. Herausgerissen aus einem Buch über örtliche Mythen und Legenden. Ach du je. Ah, okay. Die Kokari-Wildnis ist voller Mythen. Mythen und Legenden. Die Scholaren seit dem Fall von Ostagar vor langer Zeit erstaunt und verwirrt haben. Scholaren? Was sind Scholaren? Hm. Ein solches Geheimnis verbirgt sich hinter der Geschichte von Astia und Nebuna, zwei jungen Liebenden aus Ostagar. Der Legende zufolge wuchs Astia in der Gesellschaft von Gazareth auf, einem Erdgeist. In der Gesellschaft? Achso, die. Ach, okay. Einem Erdgeist, der an einen Überhang an einem Seeufer in der Kokari-Wildnis gebunden war. Gazareth fand Gefallen an ihr und sie verbrachten viel Zeit miteinander, voller Gespräche und Fröhlichkeit. Mit den Jahren jedoch wurde Astia zur Frau und suchte die Gesellschaft von Männern. Als Astia Nebuna kennenlernte, verliebten sich die beiden sofort ineinander und Astia wollte den Geliebten ihrem Geisterfreund vorstellen. Aber der Geist wurde wütend und eifersüchtig und wies sie fort. Gazareth sagte, sie würde ihn erst wiedersehen, wenn sie die Asche ihres Liebhabers über ihren gemeinsamen Platz verstreuen würde. Astia erschrak zu Tode und floh vor dem erzürnten Geist. Aber eines Tages begann sie Gazareth zu vermissen und als Nebuna schließlich um ihre Hand anhielt, durchschnitt sie seine Kehle, verbrannte ihn und brachte seine Asche zu Gazareth, in dem Bewusstsein, dass die Heirat ihr Band zu dem geschätzten Geisterfreund auf ewig durchtrennt hätte. Unter den Chasen geht die Legende, dass Gazareth noch immer an jedem See herumspukt und dass man mit ihm Kontakt aufnehmen kann, wenn man die Asche des Verstorbenen am richtigen Ort verstreut. In Erinnerung an die Abmachung mit seiner geliebten Astia und Gazareth, dann einen Wunsch erfüllen und für immer verschwinden. Folgendes ist unten auf die Seite gekritzelt. Markus, ich glaube... Geht's noch weiter runter? Nee. Markus, ich glaube, dass das wahr ist. Wenn du die Asche, die ich dir gab, über einem Steinhaufen an einem Überhang verstreust, von dem aus man die halb versunkene Tewinterkuppel sehen kann, dann erscheint Gazareth vielleicht und erfüllt dir einen Wunsch. Wenn du die Schlacht... Wenn... Was? Wenn du die Schlacht... Wenn... Nein. Wenn die Schlacht... Mann, dich dorthin führt, ist es bestimmt ein Versuch wert. Okay. Ein Überhang an einem See. Und wir brauchen eine Kuppel. Müssen wir mal nachsuchen. Gehen wir erstmal hier lang. Und. Ja, sind wir. Da sind sie ja. Ja, nein, hier, den da. Und den. Ich wusste doch, da kommt noch welche. Ach, der ist schon tot. Was mit den restlichen? Haben die was dabei? Ach, guck mal, wir hätten diese Blume überall finden können. Sehr gut. Ich habe schon Angst gehabt, es gibt nur eine. Das wäre schon doof gewesen. Achso, der hat nur Geld dabei gehabt. Und du? Hast du gar nichts? Nein? Okay, du hast nichts.
Gut, dann gehen wir mal weiter und hoffen mal, dass wir diese Kuppel finden. Also halb versunkene Kuppel. Ich glaube, danach werde ich Aussicht halten. Ausschau, so heißt das. Was haben wir hier? Ist das von der dunklen Brut? Hm. Können wir hier rüber? Ja, sehr gut. Was ist das hier? So, ist auch nur eine Figur. Okay. So. Oh, oh. Wenn wir gespeichert wird, dann passiert doch jetzt wieder was. Wo sind sie? Wo sind sie denn? Ach, guck mal, hier ist auch noch so eine. Ich sehe schon, wir hätten sie nicht verfehlen können. Ach, da sind wir. Okay. Warte mal. Kommen wir mal kurz hier lang. Kommt doch mal mit. Kommt ihr mit? Ja, ich bin mit. Sehr gut. Lasst euch nicht von denen ärgern. Wir gehen dann gleich. Aha. Müssen wir erst kämpfen? Kommen die hinterher? Nö, ne? Nö, die bleiben da. Okay. Ja, schon gefunden. Hier ist diese halb versunkene Kuppel. Dann würde ich sagen, wir gucken uns den Steinhaufen hier mal an. Du siehst einen Steinhaufen, der von einer dünnen Staub- und Ascheschicht bedeckt ist. Noch mehr Asche über den Steinhaufen streuen. Machen wir mal. Nichts passiert wahrscheinlich. Ich dachte, du wärst nett. Um ist unser! Ich dachte, du würdest uns einen Wunsch erfüllen. Du siehst aber hässlich aus. Okay, du musst weiterkämpfen, Schätzchen. Nicht aufhören. Du kannst hier so Dinge tun. Hier, mach mal das. Und dann noch mal das. Sehr gut machst du das. Guck mal, gleich wieder hin. Yippie! So, was hat er jetzt Tolles? Eine Kettenrüstung. Wahnsinn. Wieso blinkt das noch? Ist da noch mehr drin? Lumpen. Halt des Verzauberers. Was ist das? Stiefel. Leichte Stiefel. Überarbeitete Haut. Voraussetzung Magier. Hm. Na gut. Ich dachte eigentlich, dass du lieb wärst. Also du hast ja... Obwohl, der hat verlangt, dass sie ihren Geliebten tötet. Na. Da ist man normalerweise dann nicht so lieb. Okay, da würden wir nur wieder runtergehen. Also können wir jetzt hier lang gehen. Wir sind alle wieder gesund, ne? Ja. Alle wieder gesund. Alle wieder. Was ist das? Was stand da? Level Flier. Level Flier. 50 reserviert. Ach so, hierfür. Ach so, das ist. Okay. Verstehe, verstehe. Das ist okay. Jawohl. Kämpfen wir gegen die hier. Wo sind sie? Wie ihr meint. Jawohl. Meine ich. Sehr gut machst du das. Sehr gut. Oh, der hier ist gefährlich. Kämpfen wir gegen die. Obwohl, besser erstmal die hier. Wenn die weg sind, kann man immer noch einen schlimmen Laden. So, so schwer ist es. Sehr gut. Jetzt den? Ja. Nee, lass die dreimal gehen. Abatsch! Sehr gut. Alle hinüber? Ja. Alle hinüber. Guck mal, was für tolle Pfeilwege für dich gefunden haben, lieber Freund. Ich geh mal zu dem noch. Boah, was wir hier alles Tolles finden. So, okay. Wer hatte Pfeile? Hä? Achso, du... Ah, hast du keine... Hä? Wieso benutzt du denn das nicht? Guck mal hier, ich habe Feuerpfeile für dich. Ist das nicht toll? Benutz die mal. Die sind gut. Bestimmt. Ja, okay. Wund- und Heilsalbe brauchten wir bis jetzt noch nicht. So, wir müssen jetzt da reingehen. Könnte das hier die Ruine sein? Eventuell? Hallo, guten Tag. Hier ist niemand.
Da, guck mal. Die scheint aber leer zu sein. Wen haben wir denn so, da? So. Was haben wir denn hier? Seid ihr vielleicht ein Geier? Ein Aasfresser, der an einer Leiche herumpickt, obwohl die Knochen schon längst blank sind? Oder nur ein Eindringling auf der Suche nach leichter Beute hier in meiner Wildnis voller dunkler Brut? Hallo, Morrigan. Nun, was seid ihr? Plünderer oder Eindringling? Weder noch. Den grauen Wächtern gehörte einst dieser Turm. Ja, Eindringling, gehört ihr die Wildnis etwa euch? Zuerst möchte ich wissen, wer ihr seid und woher ihr kommt. Woher seid ihr gekommen? Bleibt zurück. Nein, wir erzählen dir mal, was wir wollen. Es ist kein Turm mehr. Die Wildnis beansprucht seine verrottete Leiche nun für sich. Die Leiche des Turms? Ich beobachte euer Vorankommen seit einer Weile. Wohin gehen sie, fragte ich mich. Weshalb sind sie hier? Und jetzt stört ihr Überreste, die lange unangetastet waren. Weshalb? Antwortet ihr nicht. Sie sieht aus wie eine Chasind und das heißt, in der Nähe sind wohl noch mehr. Fürchtet ihr einen Überfall der Barbaren? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Sie ist eine Hexe der Wildnis. Sie verwandelt uns in Kröten. Sagen und Legenden, Lügen und Einbildung. Könnt ihr nicht selber denken? Ihr da. Ja? Frauen fürchten sich nicht wie kleine Jungen. Sagt mir euren Namen, dann tue ich das Nämliche. Okay. Nennt mich einfach Pseudonyma. Ich bin Pseudonyma. Freut euch kennenzulernen. Versprecht, dass ihr uns nicht tut. Nein, ich bin Pseudonyma. Freut euch kennenzulernen. Ein wahrhaft wohlgesitteter Gruß. Und das mitten in der Wildnis. Ihr könnt mich Morrigan nennen. Morrigan. Soll ich raten, weshalb ihr hier seid? Ihr suchtet etwas in jener Truhe. Aber es ist nicht mehr hier. Richtig. Nicht mehr hier? Ihr habt sie gestohlen. Durchtriebene Hexe. Böse Diebin. Welch Wortgewalt. Wie bestiehlt man eigentlich Tote? Ohne Probleme, möchte ich meinen. Diese Dokumente gehören den Grauen Wächtern und ihr solltet sie zurückgeben. Das werde ich nicht, denn ich habe sie nicht genommen. Und die Erwähnung eines Namens, der hier keine Bedeutung hat, schreckt mich auch nicht. Wer hat sie denn genommen? Sagt uns umgehend oder es werden Konsequenzen. Nein, sie spielt mit uns. Gehen wir. Nein, wer hat sie denn genommen? Es war meine Mutter. Könnt ihr uns zu ihr bringen? Eine vernünftige Frage. Ihr gefällt mir. Tja. Ich wäre vorsichtig. Erst heißt's, ihr gefällt mir. Aber dann, zack, Frosch. Sie stopft uns alle in den Kochtopf. Wartet's nur ab! Wenn es dort wärmer ist als in diesem Wald, wäre das durchaus angenehm. So folgt mir denn, wenn ihr möchtet. Vielen Dank. Also, wir können den Rest der Wildnis noch angucken. Grüße, Mutter. Ich bringe dir vier graue Wächter, die... Ich sehe sie, Mädchen. Ganz wie erwartet. Sollen wir etwa glauben, dass ihr uns erwartet habt? Ihr sollt überhaupt nichts. Glauben schon gar nicht. Wer seine Augen verschließt oder die Arme weit öffnet, kann nur ein Narr sein. Sie ist eine Hexe, ich weiß es. Wir sollten gar nicht mit ihr reden. Mann. Still, David. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, wollt ihr sie doch nicht erzürnen. Ihr seid ein schlauer Knabe. Traurigerweise habe ich im großen Zusammenspiel der Welt nichts zu entscheiden. Glaubt, was ihr wollt. Und was ist mit euch? Vertritt euer Elfenverstand eine andere Ansicht? Was glaubt ihr? Ich bin keine Närrin, wenn ihr das meint. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich halte euch für verrückt und potenziell gefährlich. Ja, das tue ich, aber ich bin keine Närrin, wenn ihr das meint. Wenn ihr so vehement protestiert, muss ich wohl gar nicht fragen. Vieles an euch ist unklar. Und dennoch glaube ich. Wirklich? Ja, sieht ganz so aus. Das ist also eine der gefürchteten Hexen der Wildnis? Hexen der Wildnis, hm? Das muss Morrigan euch erzählt haben. Sie liebt solche Geschichten, auch wenn sie es nicht zugibt. Oh, wie sie im Mondschein tanzt.
Sie sind nicht wegen deiner wilden Geschichten hier, Mutter. Richtig, sondern wegen ihrer Verträge, stimmt's? Und bevor ihr schimpft, euer Siegel war schon kaputt. Ich habe sie gehütet. Ihr... Oh, ihr habt sie gehütet? Warum denn nicht? Bringt sie euren grauen Wächtern und sagt ihnen, dass diese Verderbnis größer ist, als sie glauben. Okay. Danke, dass ihr sie zurückgibt. Was soll das heißen, die Bedrohung ist größer, als sie glauben? Woher wisst ihr das alles? Sie werden sicher sofort auf euren Rat hören. Ja, danke, aber woher wisst ihr das alles? Weiß ich etwas? Ich bin nur eine alte Frau mit einer Vorliebe für vergilbte Pergamente. Ist klar. Oh, beachtet mich gar nicht. Ihr habt, was ihr wolltet. Also dann, Zeit zu gehen. Sei nicht albern, Mädchen. Das sind deine Gäste. Oh, also gut. Ich führe euch aus dem Wald heraus. Folgt mir. Aber wir sind doch noch gar nicht fertig im Wald. Hallo? Kann ich wieder rausgehen? Kommen wir tatsächlich. Und wie kommen wir wieder rein? Ah, da lang. Ich würde sagen, wir gehen noch mal links rum gucken, oder? Ich meine, wir haben doch hier alles noch gar nicht gesehen. Jetzt haben wir hier Außenposten der grauen Wächter. Mann, dass man die nicht schieben kann. Hier, dieses Stück hier fehlt doch uns noch. Das möchte ich auch sehen. Bei dem haben wir ja noch ein bisschen was zu kämpfen. Aber ich speichere mal. Zur Sicherheit. So. Also quasi hier links. Hier? Nö. Oder doch hier? Hier so? Hier vielleicht. Ah, siehst du, da ist noch ein bisschen was zumindest. Nicht, dass wir das gebraucht hätten, aber ich bin doch eigentlich auf andere Sachen. Ah, ja, okay. Ist das eine Blume? Ich glaube schon. Ist hier sonst noch was? Wir können da hinten nochmal links. Okay, versuchen wir das. Kann man hier nicht schneller rennen? So, hier rum. Seitdem, wenn wir noch ein bisschen kämpfen können, dann können wir auch noch ein bisschen XP sammeln. Und das ist immer gut. Ne? Finde ich zumindest. Achso, hier sind wir gar nicht lang gegangen. Stimmt ja. Können wir auch hier. Ja. Was mit da unten? Hä? Wo? Ach, da. Da oben waren wir auch nicht. Hä? Moment, wo sind wir denn dann gegangen vorher? Außenrum. Okay, wir gehen mal erstmal zu denen und sagen mal Hallo, würde ich sagen. Ach, guck mal. Die streiten sich. Nee. Hey, wie wäre es, wenn ihr mit da hinkommt? Da sind... Ja, okay. Reiten sich da hinten. Den kaputt! Ach, den kaputt! Und jetzt den da. Quatsch, Quatsch! Ist der da hinten? Lustig! Nö, der ist beschäftigt. Ja, warte, warte, warte. Wie immer. Aha. Ach, vergiss es. Wir holen erstmal das. Ist hier noch was? Jetzt du? Dann. Seid ihr da hinten irgendwann mal fertig? Jetzt seid ihr fertig? Okay. Wir gehen aber erstmal hier umgucken. Ja? Wo? Wo seid ihr denn? Hm, dann nicht. Langschwert der dunklen Brut. Her damit. Huch. Oh. Ja, ja, ja. Ist ja nur ein. Was haben wir hier? Kleines Schildchen. Hä? Was war denn das? Können wir darüber? Nö, darüber können wir nicht. Was war denn das gerade, was sie so Roms gemacht hat? Keine Ahnung.
Achso, die da vorne. Ja, ja, ja. Hallo. Ach, ich hätte die direkt angreifen sollen. Wird ja, erledigt. Guten Tag, lieber Urlaub. Au. Ich darf mal weglaufen. 47 EP, siehst du? Hier habt ihr mir schon so viele Leichen gelassen. Das wir nehmen halt schon mal alles, bevor die Gegner da sind. So, auch hier. Haben wir, okay. Die werden wohl da bleiben, vermute ich. Und der hat noch was dabei. Jurium. Mach dann auch gleich, wenn ich wieder im Lager bin, eine kurze Aufnahmepause. Dann kann ich mal den ganzen Blödsinn, den ich so habe. Oh nein, das Rigby. Ich dachte, wir würden ihn noch... Na gut. Das lesen wir dann gleich mal durch. Dann werde ich den ganzen Blödsinn, den wir haben, verkaufen. Den wir nicht brauchen und die nochmal gucken, ob ich die nochmal neu ausstatten kann. Weil ich glaube, das mache ich lieber offscreen. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Das Testament. Bei einem Leichnam in der Kokari-Wildnis hast du den letzten Willen und das Testament eines Mannes namens Rigby gefunden. Ich habe noch mehr von ihm gefunden. Finde die Schatulle, die in seinem letzten Willen erwähnt wird und bringe sie zu Jetta nach Redcliff. Okay. Charaktere. Wen haben wir denn da? Morrigan. Hexe der Wildnis. Jawohl. Was haben wir da? Herlux? Hatten wir die nicht schon? Und Schatten. Ja, den haben wir doch getroffen. Den haben wir getroffen. Ich dachte, der wäre lieb. Bösewicht.